Herzblut. Poch, poch, poch. Der erste Eindruck in der Ausstellung Herzblut ist ein akustischer. Poch, poch. So schlägt ein Herz im Raum. Man spürt, das ist ein Grundrhythmus in der Natur. Das Herz von unserer Mutter ist die erste Trommel, wo man höre, und unser eigenes vielleicht die letzte. Mein Freund, der Dichter, Heimat- und Wortbewahrer Stefan Michael Alles, hat auf den Rhythmus mit einem alten Lachlied reagiert. Oh Jesus, was bobbert man mein Herz? Aus lauter Liebe und Schmerz, aus lauter Liebe und Schmerz. Oh Jesus, was bobbert man mein Herz? Was sind denn das für Fats? Aus lauter Liebe und Schmerz. Sie sehen, Herz räumt sich nicht bloß auf Schmerz, sondern auch auf Fats. Von Molière, seiner Komödie Le Malade Imaginaire bis zum Heiratsschwindler ist da alles drin. Über de Molière in seiner Komödie liest man, Zitat, die Rolle des Titelhelden spielte der Dichter selbst. Bei der vierten Vorstellung am 17. Februar 1673 erlitt er einen Blutsturz und starb wenige Stunden darauf noch in seinem Kostüm. Zitat Ende. Aha, a Hypochonder kenne Sterbe. Sieh, ulängst hat mir einer von ihm verzählt. Dem hat nix gefehlt, der hat nix gehabt, der hat nix gespürt. Auf einmal hat's Batsch gemacht und fort war er. Sieh, ich spür a grad nix. Mir geht's gut. Ich wär doch nicht. Das Technoseum hat wieder eine tolle Ausstellung auf die Beine gestellt. Herzblut, Geschichte und Zukunft der Medizintechnik. Das ist was für Alte und Junge. Wir haben eine Gruppe von jungen Leuten gesehen, wo mit offenen Augen durch die Ausstellung gegangen sind. Nicht eins hat sich ein Handy vor die Nase gehoben. Alle haben sich für die Welt interessiert, wo sie wirklich gerade drin waren. Das zeigt, wie spannend die Ausstellung ist. Natürlich sieht man so eine Ausstellung als Älterer ein bisschen mit Wehmut, wo man daran denkt, dass es so Präsentationen von wichtigen Themen in unserer Kindheit und Jugend nicht gegeben hat. Manches hätte man besser kapiert und unser Lehrer hätte es leichter gehabt. Da sieht man, dass Gesellschaften doch was lernen und umsetzen können, wenn gute Leute sich dahinter klemmen. Jedenfalls in Friedenszeiten. Die große Landesausstellung zeigt über 500 Exponate, angefangen mit, Zitat, Amputationsbesteck aus den 1840er Jahren bis hin zum schlauen Pflaster, das sich noch in der Erprobungsphase befindet. An interaktiven Stationen stellen die Besucher unter anderem einen minimalinvasiven Eingriff nach oder lassen sich von Techno-Scouts erklären, wie Tomographen dreidimensionale Darstellungen des Körpers errechnen. Zitat Ende. www.technoseum.de. Nix wie hi, gucke, mache, verstehe. Apropos Herz und Weihnachten, wäre das nicht ein tolles Geschenk, wenn sie mal wieder zu ihrer Liebste sagen täte, du bist mein Herzkerl. Das wäre kostbar, ohne was zu kosten.